Kälteerprobung in Norwegen. Der GTK-Boxer muss sich bei arktischen Temperaturen bewähren. Das Allied Training Center der norwegischen Armee in Nordnorwegen. Ein eisiger Wind weht über das Camp am 70. Breitengrad, während die Triebwerke von 6 GTK-Boxer warm laufen. Für gut 2 Wochen ist die Bundeswehr an einem der nördlichsten Militärstandorte der Welt zu Gast. Der Auftrag, die Kälteerprobung des GTK-Boxer. 3 Ausstattungsvarianten sind vor Ort, Sanitäts- sowie Führungs- und Gruppenfahrzeug. Die Temperatur an diesem Morgen minus 15 Grad, doch bei den vorherrschenden starken Winden sind es gefühlt schnell mal minus 35 Grad. Eine enorme Herausforderung für Mensch und Material. Seit 1,5 Wochen sind die Soldaten jetzt hier in Norwegen und konnten schon Erfahrungen mit der extremen Kälte sammeln, der Kommandant des Gruppenfahrzeuges. Das Fahrzeug an sich kommt mit den Verhältnissen ganz gut zurecht. Wir müssen natürlich ein paar Anpassungen machen, damit wir die Betriebstemperaturen erreichen. Und vom Fahren her, die Technik ist bis jetzt sehr stabil. Mit den Computersystemen, die sind mit der Kälte noch nicht ganz so zufrieden. Da brauchen wir ein paar mehr Anläufe. Während die Soldaten Ausrüstung und Fahrzeuge vorbereiten, sind auch die Techniker und Ingenieure der Wehrtechnischen Dienststelle 41 aus Trier da. Sie entnehmen Ölproben bei den Fahrzeugen, nur ein kleiner Teil der umfangreichen Tests, die in Norwegen durchgeführt werden. Dann geht's raus aus dem Camp, hinein in die unwirtliche arktische Landschaft am 70. Breitengrad. Mehr als 30 Tonnen sicher auf Schnee und Eis zu bewegen, da sind Konzentration und Teamarbeit gefragt. Hier kommt es natürlich extrem darauf an, dass die Besatzung miteinander arbeitet. Unter diesen extremen Bedingungen ist es alles sehr glatt, sehr rutschig. Man sieht nicht so viel, es ist lange dunkel. Da muss der Kraftfahrer sich auf seinen Kommandanten verlassen können, andersrum genauso. Die Boxer steuern die Schießbahn Bravo 7 an. Auf dem Programm steht eine Gefechtsübung der 3. Kompanie des Jägerbataillons 292 aus Donaueschingen. Ich will, dass du mit deiner Gruppe ins Haus direkt rangehst. Rein, Haus durchsuchen und den Verwundeten suchen. Die Jäger sollen ein Haus nehmen, in dem ein Verwundeter vermutet wird. Der Verwundete wird gefunden, medizinisch erst versorgt und abtransportiert. Während der Sanitätsboxer den Verwundeten in Sicherheit bringt, rücken die Infanteristen weiter vor und sichern ihre Position. So schnell wie möglich rücken die Boxer nach. Neben den Infanteristen nimmt der Boxer den Gegner mit der Granatmaschinenwaffe unter Beschuss. Das Gefecht geht auch im Dunkeln weiter. Nach nur wenigen Stunden Tageslicht ist schnell die arktische Nacht hereingebrochen. Die Temperaturen fallen noch weiter, aber genau das wollen die Techniker. Möglichst extreme Bedingungen. Nach einem langen Tag in der Kälte kehren die Boxer ins Camp zurück. Wie sieht die Bilanz aus nach 1,5 Wochen Härtetest im eiskalten Norwegen? Wir haben keine nennenswerten Ausfälle. Flüssigkeiten funktionieren, wie sie sollen, das Triebwerk funktioniert, wie es soll, das Fahrzeug bleibt sauber im Eis liegen, es gräbt sich auch durch schweres Gelände durch. Das Auto steht, möchte ich behaupten, ganz weit vorne. Wir hatten ja früher den TPZ und im Gegensatz zum TPZ ist es wirklich ein Quantensprung nach vorne. Sei es in der Geländegängigkeit, sei es vom Fahrverhalten, auch von der Ausstattung an Führungsmitteln ist alles mit dabei, was die moderne Kommunikation so braucht. Kaum sind die Fahrzeuge angekommen, sind auch die Techniker wieder da. Im gemäßigten Mitteleuropa, in der Hitze Australiens, wurde der Boxer schon getestet. Jetzt geht es darum, ob bei extremer Kälte Besonderheiten auftreten. Jeder Boxer wird genau untersucht. Wir haben ein Fahrzeug mit voller Messtechnik ausgestattet, neben Beschleunigungssensoren am Vorderrad und am Fahrersitz. Dort messen wir die Beschleunigung in 3 Bewegungsrichtungen.
haben wir auch die Antriebsbaugruppen und die Kühlanlagen mit Sensoren bestückt, sodass wir auch dort die Temperaturen messen können. Anhand der Beschleunigungssensoren versuchen wir Rückschlüsse zu ziehen, wie ist das mechanische Schwingungsverhalten im Fahrwerk, wie ist die Belastung im Fahrwerk, um das mit anderen internationalen Einsätzen vergleichen zu können. Zum Abschluss der insgesamt 2,5-wöchigen Kälteerprobung in Norwegen geht's zur Instandsetzungshalle. Zunächst müssen die Boxer noch von Schnee, Eis und Erde befreit werden. In der Halle werden die Fahrzeuge dann abgerüstet und für den Rücktransport nach Deutschland fertig gemacht. Für die Soldaten ist die Kälteerprobung damit beendet, aber die Techniker der Wehrtechnischen Dienststelle und die Vertreter der Herstellerfirmen haben jetzt noch einiges zu tun. Nachdem die letzten Eisreste entfernt sind, werden zum Beispiel Radaufhängung, Federung und Bremsen untersucht. Daneben werden ein letztes Mal Proben von Hydraulikflüssigkeiten und Motoröl genommen. Die gesammelten Proben werden beschriftet und verpackt. Sie werden später im Labor in Deutschland untersucht. Wir erwarten uns jetzt davon Erkenntnisse in dem Sinne, dass man jetzt sagen kann, hat den Motor Schaden genommen durch eventuell Wasseranteile oder sonstige Bestandteile, die jetzt aufgrund der Einsatzprüfung hinzugekommen sind. Sollte nach den Labortests zum Beispiel festgestellt werden, dass es in der Kälte zu einem höheren Verschleiß kommt, würde die Bedienungsanleitung geändert und die Wartungsintervalle angepasst werden. Bis jetzt gibt es aber keine größeren Beanstandungen. Das zeigt sich auch beim Auslesen von Betriebsdaten und Logbuch des Boxers. Extrem wenig Fehlermeldung. Man muss sagen, also versionsübergreifend haben wir wirklich nichts gesehen. Ein durchweg positives Fazit also am Ende der Kälteerprobung in Norwegen. Der GTK-Boxer hat sich bestens bewährt und gezeigt, dass er auch unter arktischen Witterungsbedingungen sowohl für Infanteristen als auch für Sanitätssoldaten ein verlässliches Fahrzeug ist.